Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ja, wir zocken mit dem Cranky. Jo, hi. Und wir werden jetzt mal einen Alpha Kano wegklatschen, hoffentlich. Und wenn es zu eng wird, dann hauen wir einfach ab. Alter, ist das ein unübersichtlicher Kampf. Der macht 4 Schaden an mir. 4. Ja. Ich sag doch, der Sattel ist gut. Und ich mach 400 noch was Schaden. Und plus noch den Brandschaden. Und du beschwerst dich, ja, der bringt uns um, der bringt dich um, der bringt dich um. Ja, ich wusste, dass der Sattel so stark ist. Der ist richtig gut. Danke Rex, dass du den mich anfallst. Ja, nicht, dass der Rex jetzt verreckt, ja, ne? Ja, das ist scheißegal. Alpha Kano ist tot. Wow. Alter. Was hat der gedroppt? Alpha Kanoto, Saurus Arm, 24 normale Pfeile, Chitin Rüstung. Also jetzt nicht die komplette Rüstung, aber Partei leer. Zwei Handschuhe, einmal mit 95 Rüstung, einmal mit 59 Rüstung, zwei relativ gute Armbrüste. Okay, beide mit um die 100, ja, einer 137% Schaden, einer mit 172% und eine Axt mit 207% Schaden. Nice. Und 24 Level für den Raptor. Nice. Machen wir mal 33.000 Leben. Noch ein bisschen mehr Gewicht, so 15.000, 16.000. Und der Rest geht in Melee Damage. Wie viel Melee Damage hat der? 7.300 jetzt. Nice. Der Rex dürfte aber auch gut jetzt gelevelt sein, ne? Nö, gar nicht. Lol, okay. Okay, der Raptor ist richtig stark. Der macht 500 Schaden jetzt. 552 pro Schlag. Ja, meiner macht hier fast 1000. Alter. Das ist geil. Ja, das Problem ist halt, diese Health Potions brauchen wir. Das nützt mir nichts, wenn ich so viel Damage mache, aber nichts angreifen kann, weil der so wenig Leben die ganze Zeit rumläuft. Ja gut, das stimmt wohl. So. Guck mal. Schmeiß mal. Mach mal einen neuen Ofen und schmeiß da mal Holz. Und irgendwie 15 rote Beeren rein. Geht das nicht irgendwie im Kochtopf oder sowas? Weiß es nicht, ich check das nicht. Hab ich denn 15 rote Beeren? Hab ich. Ich mach das einfach jetzt mal hier rein. Ne, kannst du gar nicht in den Ofen reinmachen, in den Schmelzofen. Ne, dann war das im Kochtopf, ja. Ein Waterskin oder Waterjar? Ja, mach du mal. Mach mal. Ja. Dann muss ich aber hin und her switchen und das ist dumm. Hä, wie dann hin und her switchen? Von was zu was? Ja, von Ark zu Dingens. Internet. Achso, ich dachte, du hast das im Dingens offen. Was? Auf dem Handy oder sowas. Nee, mein Schade. Handy ist fast leer. Oh. Auf was levelst du den Rex? Ich will den jetzt ein bisschen auf Leben, weil der hat ziemlich wenig Leben. 14.000. Willst du nicht lieber Traglast erstmal ein bisschen, weil sonst kann der uns ja gar nicht tragen so richtig. Ja, stimmt. Ach ja, ich hab nicht dran gedacht, dass er so... Alter, was geht denn jetzt hier ab? Was geht denn los? Alter, da war ein Dilo. Pelz? Das? Da war einer. Da, ja, da war. Unsere Millionen Viecher sind voll auf den drauf gegangen. Ich komme ja aber an kein Vieh mehr vernünftig dran. So, jetzt. Was haben wir denn hier? Gift einer Titanboa, okay. Das nehmen wir mit. Das. Sakko Dingsbumskin. Das nehmen wir mit. Seltene Pilze, das.
Wir mal kurz runterlaufen und unseren Rex auf aggressiv stellen. Ja. Das, 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 das ist gerade Tirizino, okay. Oh, ich brauche hier ein bisschen Platz. Hier ist Level 88. Ist das hier der gute? Ich glaube, das ist der gute, ja. So, erstmal hier die Ausbeute mit rausnehmen. So. Gut. Ich baue mal ein paar Schränke. Ja. Damit wir mal ein bisschen Ordnung in unsere Base reinkriegen. Mhm. Ja, ich weiß, dafür könnte ich auch ein Tirizino nehmen. Ich will mal gucken, dass ich das jetzt hinkriege mit den scheiß Dingern, weil du schaffst das ja nicht. Nein, schaffe ich auch nicht, weil ich müsste genauso hin und her springen die ganze Zeit. Und ja, ich würde dir das ja sagen, wie gesagt. Ja, dann bist du ja komplett nutzlos. Was? Nein. Sinn? Was? Das hat gerade gar keinen Sinn ergeben. Er hat's auch nicht. Ich baue jetzt erstmal Schränke. Oh, Alter, ich bin 88 Level gestiegen. Deswegen. Wegen dem Alpha-Kano. Erstmal Resistenz richtig schön hochballern. Crafting-Fähigkeit auch nochmal aufs 1000, komm, 1000%. Und Rest im Nahkampfschaden. 1000. Und gut. Und jetzt könnten wir theoretisch eigentlich mal alles lernen, aber das mache ich in der Pause. Oder zwischen den Folgen oder vor der nächsten Aufnahmesession. Mal gucken. Das. Wie fährt unsere? 439, okay. So. Ich brauche mal wieder ein Schwert. Ich laufe total schief hier. Ja, das dürfte erstmal reichen an Schränken. So, dann sortiere ich mal ein bisschen. Kannst du mal kurz einen Water Jar fertig machen? Warte. Dafür brauche ich Leder, ne? Oder ein paar mehr. Ja. Herstellung. 4 Stück kann ich gerade herstellen. Ich fange hier hinten an mit Holz. 1, 2, 3, Holz. So, Water Jars, wohin? In den Kochtopf. Okay, sind aber leer, ne? Ne, müssen voll sein. Okay, warte. Meiste schnell voll. Ich glaube, Fasern brauchst du auch, ne? Oder irgendwie sowas. Oder Stroh? Ich weiß gerade gar nicht. Ich guck grad mal. So. So, 4 Stück sind fertig. Sind voll. Holzkohle brauchen wir auch noch. Müsste in einem Lagerfeuer sein. Ja, entweder Lagerfeuer oder in dem dritten Dingens hier habe ich auch, in dem dritten Mörser. So, das da rein. Dann, das haben wir hier noch so drin, was ich mal umsortieren kann. Das und das brauchen wir da drüben. Schwarze Perlen brauchen wir gar nicht. Samen und sowas packe ich jetzt auch mal in einen Dingens rein, ne? Nein, Schrank. Ja. So, das und das brauchen wir hier. So, dann haben wir hier das, 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 das. Das. Das packe ich damit rein. Die packe ich damit rein. Mach mal bitte Water Jars und keine Water Skins. Ach, ja, ja, warte. Weil die sind schon alle leer jetzt. Ja, die werden ja auch verbraucht da drinne. Ja, richtig. Das geht viel zu für schnell. Die Farbe.
Ja, Water Jar ist genau dasselbe, ne? Ist mit einmal dann leer, bin ich der Meinung. Nee, mit zwei oder dreimal. Ach so, okay. Ja, warte. Ganzen Trophäen nehme ich mal mit. Das packe ich auch noch da drüben rein. Das packe ich. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Muss mal kurz die Elemental-Smithy lernen. Dann haben wir hier jetzt Tribute. Da und da und da und da. Noch irgendwo, noch irgendwo, noch irgendwo, noch irgendwo. Nee. Das ist ein Skin. Hier. Gut. Blaupausen. Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Da und da. Skins. Ups, das brauchen wir wirklich nicht. So. Also, der kommt weg. Der kommt weg. So. Hat mir denn jetzt Rüstung hier? Ich leg dir mal die Chitin-Handschuhe in die Dingens rein, ne? In einen der Schränke, da sind nur Rüstungen drin. Okay. Dann nochmal ein Skin. Bap. So. Water Jars willst du? Was brauche ich dafür? Water Jar. Kristall und Zement. Kristall und Zement. Herstellung. Water Jar, Water Jar, da. 8 Stück stelle ich her. Ich mache sie dir gleich voll, ne? Schnell was futtern. Geh weg, Fahrer. So, stelle ich mich schön hier rein. Und mache das und mache den, 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 den. Lege ich hier wieder in den Kochtopf, ne? So. Kannst du ihn auch gleich anmachen dann. Ich habe da auch noch, hier sind rote Beeren. So. Feuer einschalten. Ich glaube, wir haben jetzt genug. Ja, wir haben genug Metall für den Industriekoch. Einschalten. So. Wo sind denn die Rare Flowers? In dem zweiten oder dritten Schrank müssen die sein. Leder haben wir hier. So. Ich mach mal drei hier Feldflaschen. Eine für dich, eine für Monkey und eine für mich. Und sie ist fertig. So. Waffen. Hier mache ich jetzt. Alter, wie das aussieht, Smithy. Warte. Ich guck sie mir gleich an. So und so. Wo hast du die hingestellt? Alter! Die blinkt voll wie so ein, was Die ist ja weiß ich. geil. Und du brennst, ne? Oh ja, ich mag es dabei. Okay. Oh, das nervt echt, ne, dass das so schnell leer geht. So, wir haben einen Industriekoch. So, wollen wir mal gucken, wie viel Health die bringt, die Kacke hier. Hier haben wir noch 30 Benzin, packe ich jetzt hier mit rein. So und einschalten. Alter, wir haben die Base ist so groß, dass wir da drinnen sogar Nebel haben. So, was haben wir denn hier alles da drinnen? Auch noch Baumaterialien, die nehme ich mal mit. Können wir den abreißen? Oh, Leute, voll. Hielt alles. Oh, nice. Finde ich cool. So, das, das, das und das kommt da rein.
Wo ist denn unser T-Rex? Ach ja, der rastet ja unten ein bisschen aus. So, so. Kristall kann hier wieder mit rein. Gut. So, was brauche ich für eine Flak-Rüstung? Rüstung, Metall, Leder, Metallbaren und Schisselaring. Hier haben wir noch ziemlich viel Leder. Ja, so. Leder und Metallbaren. 9. Wie viel haben wir hier drin? Oh, hier noch drin. 8. Okay. Läuft. Brutzelt aber noch sehr schön. Gut. Dann müssen wir jetzt darauf warten. Haben wir hier einen Fire Raptor Sattel, noch einen. Und Pelagonis Sattel. Gut. Scheiß Nebel, ey. Ich zieh mal die ganzen Tiere ein bisschen auseinander. Ja, mach das mal. Die stehen nämlich alle komplett auf einem Platz. Also. Ich werde jetzt nochmal deinen unsichtbaren Giganot besuchen. Jo, mach das. Ich hab ja jetzt. Wer für den? Was hab ich denn dann müssen nehmen? Da. Ah. Oh ja. Bisschen was. So, den dahin. Alter, ist das schnell. Das dahin. Ja, okay, 330%. Geht. Kann man sich mal gönnen. Was denn? Dass ein Pferd 330% Movement Speed hat. Jo. So. Und ansonsten stehen die eigentlich ganz gut so. Und sobald ein Vieh kommt, werden die wieder komplett ausrasten. Ja. Gut. So muss es. Wir haben das jetzt wirklich einen Fabricator herstellen. Strukturen, elektrisch, nicht ein Fabricator. Ich hoffe, den hast du noch nicht gelernt, weil wir haben eine Blaupause für den. Hä, hey, was? Fabricator. Pff. Fabricator haben wir? Haben wir ja schon eigentlich. Ich meine hier Generator. Generator will ich bauen. Ja, meine ich ja. Achso, haben wir eine Blaupause für wo? In der Smithy. Hab ich die schon rausgemacht? Ah, okay. Na, hab ich aber schon gelernt, also. Ja, dann hast du recht. Ja, dann ist das halt so. So, wir haben einen Drop. Geil! Ey, nicht schlecht! Was denn? Bauplan für eine überragende Ghillie-Maske. Oh, ich hab grad einen Alpha-Raptor Level 120 irgendwann mal so gekillt. Ne? Nice. Oh. So. Der hatte aber gar nichts außer die Raptor-Klausen draußen. Schade. Ja, mein Viech macht 900 Schaden. Das ist natürlich ziemlich geil. Als Lightning-Raptor. Ja. Damit kannst du jetzt so ziemlich alles betäuben. Ja. Das ist fett. So, meine Feldflasche erstmal auffüllen, bevor ich jetzt irgendwann nochmal verdurste oder kurz vorm Verdursten bin. Ey, ich suche echt deinen scheiß Giganoto, ne? Weiß nicht, was du da gesehen hast, ne? Alter, es ist kein richtiger Giganoto, das ist irgendwie ein kleiner. Ja, dann komm doch einfach mal raus und zeig mir. Ja, bin dabei, warte. Ey, ich suche hier und suche hier, hier ist nichts, was auch nur ein Giganoto ähnelt. Vielleicht meinst du einen Pflanzenfresser? Nein, der sieht aus wie ein Giganoto oder wie so ein Indominus Rex. So in der Art. So. Ich bin draußen, wo bist du? Ah, da hinten. Hier, ich will gerade einen Dödikoro. Willst du zähmen? Ja, die sind ja ganz gut. Ich schmeiß hier nur ein paar Bären rein und dann ja. Gehen wir. Dann töte ich hier mal ein Kanu und die Viecher. Ich muss mal ganz kurz in den Optionen die Effekte noch ein bisschen leiser machen. So. Fortsetzen.
So, dann komm mit. Aber du kennst ja meinen Orientierungssinn. Was? Hier drüben, ja, das ist er doch! Ach, hier! Dich angreifen! Ach so, du wolltest. Ach so, du willst ein Tame. Nee. Ich hab dir noch Spaß mit. Warte, ich hab Prime Meat. Indominus Rex. Männlicher Lightning in Indominus Rex, aber der ist ein bisschen klein, oder? Nö, ich bin Indominus Rex nicht. Herrlich? Achso, ja, ich hatte ein bisschen. Ah, oh, Raptor. Ich hatte bis jetzt immer nur die Alpha und. Alpha Indominus Rex und sowas. Ja. Ich werde hier jetzt mal weiter reiten. Frisst er das überhaupt? Ach du Scheiße. Prime Meat. Ich weiß nicht, was der frisst. Ich habe noch nie so ein Vieh gezähmt, ich habe das noch nie vorher gesehen. Ich auch nicht, oder braucht man dafür Elementkibbel? Okay. Gezähmt? Gezähmt. Nice. Und wir können ihn direkt reiten. Geil. Alter, gönnt euch dieses Vieh. Ich töte gerade schon wieder ein Alpha-Kano. Getötet. Oh, es kann schreien. Sehr schön. Nahkampfschaden 45%. LOL. Oh, ich hab ne Armbrust. Aber irgendwie kann ich die Effekte nicht angucken. Also. Alter, der kann sich ja unsichtbar machen. Was geht denn? Wo bist du? Wieder auf dem Weg zur Base. Ja, ich komm gerade. Jetzt sehen. Warte. Bist du da? Ich sehe dich gerade nämlich gar nicht. Ich weiß da. Nicht. Da bist du. Ja, mach pass auf. Ah, oh, er kann es gerade nicht. Warum macht er das nicht? Wenn du C drückst, macht er das, warte. Ne, macht er irgendwie. Ja, Recharging. Please wait. Okay, warte. Jetzt, ist jetzt. Mach mal. Ist schon. So, sieht man nicht. Nicht? Bei mir ist er voll unsichtbar. Guck, muss da nochmal in die Aufnahme gucken. Oder du gehst kurz runter und ich... Ja, oder so, genau. Hier, dann gönn dir. Der Raptor ist komplett am eskalieren. LOL! Siehst du? Schon geil, ne? Ups, falscher. So, 200% Movement Speed dürfte reichen, oder? Oder wird er jetzt zu schnell? Ja. Alter, ist der schnell. Ist ziemlich langsam eigentlich. Der ist übertrieben schnell gerade. Ja? Ja. Also mehr wie 200% sollten wir den nicht geben. Ach du Scheiße. Schon wieder 31 Level, also alles erstmal. Er hat jetzt 100.000 Leben, er braucht ein bisschen mehr Ausdauer noch. Und. Nahkampfschaden, sehr schön. Also, mir ist es jetzt ziemlich egal, wo ich langlaufe mit meinem Viech. So, und ja, mit diesem geilen Anblick, ich brülle nochmal. Mit diesem geilen Anblick werde ich die Folge jetzt beenden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo oder einen Kommentar. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.